Yippie! Guck mal hier, Freunde. Ich habe hier das MK39S Upgrade Kit. Yippie! Auf geht's, Freunde. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Sonders Update. Es geht los, Freunde. Aber zuerst mal, Freunde, brauchen wir ein MK3S, den wir als Spender nutzen können oder den wir ein neues Leben schenken. Da, 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 da. Welchen nehmen wir denn? Ach, wir nehmen meine Nummer 1. Denn die hat am meisten gerockt. So, erstmal da rauskriegen hier. Ui. Heilige Seekrausmakrele. Jetzt gehe ich die an den Kragen. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Hier, was ist denn das? So, hoppa, hoppa, reiter. Wenn dann fällt, dann schreit er. Ah, ja. Da ist er. Mein allererster MK3S vom Jahre, wann war das? Ach, 2019 oder 18? 18, 19, irgendwie so. Man weiß es nicht. Ich hab's vergessen, schon so lange her. Aber erstmal, Freunde, müssen wir, glaube ich, hier reinschauen und gucken, was wir dabei haben. So, denn die Frage, die sich wie immer stellt, lohnt sich der Aufpreis jetzt vom 3,5er zum 3,9er? Oder hätte man doch gleich einen 4er nehmen sollen? Leute, das werde ich in diesem Video beantworten. Und ich habe hier tatsächlich schon mal reingeluschert. Deswegen tue ich jetzt so, als würde ich es unboxen, obwohl ich weiß, was drin ist. Denn ich wollte das Filament da rausklauen, um die Teile, die wir brauchen, schon zu drucken. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir hier nicht nur wieder Papier und ein schönes Druckerhandbuch kriegen. Und nein, wir kriegen auch dieses Mal nichts anderes außer Gummibärchen, worüber ich mich immer freue, sondern wir müssen weiter buddeln. Hier ist die Elektronik drin. Und da steht es nämlich. Wir haben kein Filament und hier steht es nämlich Print Parts. Das hat mich sehr verwundert. Denn hier sind alle Druckteile, die wir für den Umbau brauchen. Ja, null. Warte mal. Was macht das denn da drin? Hä? Da ist ja ein MK4S-Bauteil mit drin. Warte mal. Wait a minute. Wer hat denn da den Sack gepackt? Warum habe ich denn zwei Rahmen dabei? Danke, Pruser. Kann ich mir ins Regal hängen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass wir alle Druckteile schon drin haben. Was es für mich jetzt ganz klar sagen lässt, Leute, das hat niemand bisher mit einberechnet, dass man einfach die Druckteile schon gedruckt bekommt. Das hat man beim 3,5er nicht. Denn das sind echt viele Teile, nämlich fast alle Druckerteile müssten da getauscht werden. Und ich denke, da würde man schon, also ja, 3, 4, 5 Tage kann man das schon mal für brauchen, bis man die ganzen Teile druckt. Und vor allen Dingen, nicht jeder hat von euch eine gehärtete Düse da draußen. Das heißt, die meisten Teile aus Polycarbonat CF hättet ihr gar nicht drucken können. Und das hat Prusa euch jetzt gleichzeitig mit diesem Kit abgenommen. Klar kostet es mehr, aber es ist all in. Geil. Das habe ich mir, genau so war es, als ich das Paket geöffnet habe, um zu checken, ob es Filamente oder Druckteile gibt. Ich hatte mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht. Also, hätten wir das Geheimnis schon mal gelüftet. Wir haben die ganzen Druckteile. Wir haben neue Z-Linearführung. Wir haben neues Mainboard-Gehäuse. Wir haben die Adapterkabel. Wir haben neues Mainboard. Der Extruder-Motor kommt neu. Also es wird echt einiges neu gemacht. Was ich echt super finde. Quasi eine Generalüberholung. Das hätte der Otto hier eh mal wieder nötig gehabt. So, Freunde, erstmal die halbe Tüte wegdonnern. Jetzt geht's los. Auf die Plätze, fertig, los. Wir zerlegen das ganze Ding, bis nichts mehr überbleibt. Eigentlich muss alles ab. Aber wirklich alles. Let's go, wo ist mein Aufsatz hier? Zack. Langbit von Amazon steht unten in der Videobeschreibung. Bosch Blau Akkuschrauber, nee, Schlagschrauber, Abfahrt. Das kann dauern. So,
auseinandergebaut haben wir den Aal jetzt schon mal. Jetzt ist das Grundgestell wieder frei und ich habe das noch mit Isopropanol komplett gereinigt, weil wann soll ich sonst den Drucker reinigen, wenn ich jetzt, er ist einfach jetzt quasi vom Rahmen wie neu. Und jetzt wird er wie neu. Einerseits sind die alten Teile jetzt schon gut, ich habe auch die Z-Spindeln komplett general überholt, komplett entfettet und gereinigt. Und jetzt kommen wir zu diesem Päckchen hier. Denn hier ist so viel drin, dass man denken könnte, der Drucker, man baut hier einen neuen Drucker. Also wir haben hier Spare-Paket, wir haben Isopropanol-Tuch mit einer Nadel für die Düse. Wir haben wieder mal das ganze Werkzeugset. Wir haben hier eine Tube Fett. Hier neue Kabelbaum für die Z-Achse. Alle Lager wahrscheinlich einmal komplett neu, neue Riemen. Was haben wir hier? Teile für den Nextruder. Wir haben hier sogar neue Füße, neue Kabelführung. Noch mehr Lager, noch mehr Riemen. Also es wird einfach alles einmal komplett getauscht und damit general überholt. Der große Kabelbaum fürs Display. Die erste Packung Schrauben. Noch ein Riesenpaket Schrauben. Noch mehr Schrauben. Und tatsächlich noch ein bisschen Galaxy PLA Silber und Schwarz. Dann haben wir hier, boah, das passt ja auch immer gut, dieses Prusa-Prinzip. Die Kartons, die passen alle so gut ineinander. Hier haben wir dann ein nagelneues Mainboard drin. Whoop. Nagelneues Mainboard. 3.5, 3.9, 4 und Core One müsste das sein. Dann haben wir hier nochmal ein Paket. Oh, geil. Es ist immer wieder schön. Hier das volle Programm. Der Kühlkörper. Ein komplett neues Set. Ein komplett neuer Druckkopf hier. Noch ein Sensor, den brauchen wir für den Kühler. Genau, so war das. Dann haben wir hier noch Messing-Zahnreihscheibe. Und hier das materialoptimierte Zahnrad für die Extrusion des Filaments. Krass. Haben die nochmal optimiert. Verschiedene Bohrungen. Hier noch eine Aussparung. Wahrscheinlich, damit es leichter wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das volle Programm. So, was befindet sich hier noch? Lüfter und Display. Display. Hier ist das Board für den Druckkopf. Nagelneue Lüfter, ey. Das konnte der auch mal echt gebrauchen. Der große S-Bauteilkühler. Das Wi-Fi-Modul. Und NFC-Chip. Es ist alles dabei. Ich habe echt das Gefühl, ich baue hier einen komplett neuen Drucker. Also wer bauen mag, der kommt hier auf jeden Fall nicht zu kurz. Und am Ende, wenn das läuft, schneller, neuer, general überholt. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorteile das Ding noch hat. Es macht einfach... Das ist einfach dieses Prusa-Prinzip. Ich find's geil. So, nicht lang schnacken, Schraube in den Nacken. So, nee, Schraube in den Drucker rein. Vollgas. So, Freunde, langes her, dass ich hier saß mit meinem Drucker. 1,5 Monate habe ich den Onkel jetzt hier schon in der Produktion eingebunden. Und Freunde, was soll ich sagen? Das Ding läuft. Und zwar richtig gut. Meiner Meinung nach genauso gut wie der MK4S. Deswegen kann ich euch jetzt schon mal vorab eine Kaufempfehlung rausgeben. Leute, gönnt euch das Teil, wenn ihr andere Prusa-Drucker schon habt mit diesem Schnellwechselsystem. Dann holt euch das 3.9 Upgrade Kit und verzichtet auf das 3.5er. So, jetzt werde ich euch noch ein paar Gründe nennen, warum ihr noch aufs 3.5er Upgrade verzichten solltet. Denn es ist zwar ein großer Sprung vom 3.5S zum 3.9S. Und dieser Sprung ist gigantisch. Der 3.5S kostet 279 Euro und der 3.9S kostet 549 Euro. Was
schon 270 Euro mehr ist. Und was kriegen wir für diese 270 Euro? Leute, ich kann es euch sagen, für 270 Euro kriegen wir hier keine Motoren, keine Linearführung, keinen neuen Rahmen und auch kein Netzteil. Aber die kriegen alles, was beim 3.5er schon dabei ist, sprich Display, höhere Druckgeschwindigkeit, neues Gehäuse, neues Mainboard, wir haben Wi-Fi an Bord, wir können das in Connect einbinden und vor allen Dingen kriegen wir diesen Kopf. Und beim Kopf kriegen wir tatsächlich den neuen 360-Grad-Kühler vom MK4S, was ich richtig stark finde. Denn das Ding kühlt eure Bauteile schon richtig gut. Da kann man richtig schöne Überhänge mit drucken. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir das patentierte Wechselnozzelsystem von Prusa, was euch das ermöglicht, hier die Klappe beiseite zu machen, zwei Schrauben zu lösen, zack, Nozzle raus, neue Nozzle rein. Das ist einfach schneller als bei jedem anderen Drucker. Selbst schneller als beim Bambule. Ich finde es mega geil, denn man kann das auch heiß wechseln, ohne sich die Pfoten zu verbrennen. Das geht auch. Geht beim Bambulab nicht. Dann der ganze Kopf aus Polycarbonat CF. Wir haben einen neuen Extrudermotor gekriegt. Dann allgemein ist der ganze Drucker quasi general überholt. Ihr seht hier oben, mein allererster Drucker ist das. Das heißt, der ist schon 5, 6 Jahre alt. Der war schon ziemlich abgerockt. Der war eigentlich an der Zeit sozusagen, komm, du gehst in Rente, ich stelle dich als Deko ins Regal und du druckst nicht mehr. Aber nein, ich habe meinen allerbesten Freund hier, kann man ja fast sagen, der mich schon seit so vielen Jahren begleitet und mich auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Den habe ich das 3.9S Upgrade Kit geschenkt und das war die richtige Entscheidung, denn es werden Riemen getauscht, es werden Linearführungen getauscht, alle Schrauben kommen neu. Es ist einfach die prinzipielle Generalüberholung, bis auf die Achsenmotoren, die werden nicht getauscht und die Linearführung, aber ansonsten, was Lager angeht und Elektronik, eigentlich alles neu an diesem Drucker, bis auch noch auf den Rahmen, aber der wird ja nicht schlecht. So, ansonsten kann ich nur sagen, Druckqualität ist extrem gut. Ich könnte euch jetzt zig Bauteile wieder in die Kamera halten, wo ihr sagt, ja, sieht gut aus, Bambulab druckt auch gut. Leute, wir sind auf dem Stand, wo fast alle Drucker ziemlich gut drucken, aber nicht alle Drucker drucken verlässlich und das kann ich bei diesem Drucker bestätigen. Seitdem ich den habe, keine Probleme, der druckt unfassbar schnell. Noch schneller als der 3.5er, was ich schon echt krass finde. Also wirklich mit dem MK4S von der Geschwindigkeit zu vergleichen. Deswegen finde ich das Ding eigentlich günstig, wenn wir überlegen, wir müssen nicht alle Teile drucken. Ihr habt es ja gesehen, der Karton war schon offen. Die Bauteile werden hier schon fertig gedruckt mitgeliefert. Was beim 3.5er auch nicht der Fall ist. Da haben wir einfach eine PETG-Rolle und müssen uns die restlichen Teile selber drucken. Beim 3.9er sind das schon deutlich mehr Teile, deshalb würde der alte, der vermeintlich alte 3er, den ihr umbauen wollt, mehrere Tage drucken und vermeintlich schlechte Bauteile produzieren. Und das ist ja dumm, weil man würde ja mit den schlechten Bauteilen seinen neuen Drucker zusammenbauen. Und hier kommt Prusa um die Ecke und liefert euch hier gleich die passenden Bauteile fertig gedruckt hin. Denn so PCCF-Teile, das kann nicht jeder. Außerdem braucht man dafür eine gehärtete Düse und die muss man sich auch erst kaufen. Hier kommt wirklich das Nonplusultra Perfektpaket, wo ihr dann einen alten Drucker auf den neuesten Stand bringt. Klar, man könnte jetzt auch ein MK4S Upgrade Kit kaufen, aber das ist noch teurer und da würde ich sagen, das ist meiner Meinung nach vielleicht wirklich Geldverschwendung, denn da sind zwar die Z-Motoren und die anderen Achsenmotoren neuer, aber ich sag mal ganz ehrlich, Freunde, der Unterschied ist so minimal, kann man drauf verzichten. Wirklich. Das kommt wirklich vom Innersten von mir. Ich sag's euch ganz ehrlich, die Druckergebnisse vom 3.9er sehen meiner Meinung nach eigentlich genauso gut aus wie beim MK4S. Ansonsten, das Beste, was wir eigentlich beim 3.9er haben, ist nicht nur, dass der Kopf und die Wechselnozzle dabei ist, sondern automatische Bettnivellierung. Er tastet nämlich mit der Düse direkt aufs Bett und kann dadurch ein noch detaillierteres Meshbed-Leveling durchführen als der 3.9er damals schon. Und vor allen Dingen müssen wir hier nicht mehr grob rumspielen, der macht das alles in seiner Software. Das heißt, wir haben egal welche Platte wir drauflegen, wir müssen nichts mehr einstellen, immer den perfekten First Layer. Und das ist eigentlich das Beste, denn ich habe oft viele verschiedene Materialien, ich muss oft viele Nozzle wechseln wegen verschiedenen Größen oder gehärtete Düsen und dazu brauche ich immer passende Betten. Und wenn ich dann jedes Mal wieder irgendwie was rumstellen würde, das kostet bei so vielen Druckern in meiner Farm dann doch sehr viel Zeit und deswegen bin ich ziemlich froh, dass der das jetzt hat. Ich bereue gerade fast ein bisschen, den anderen auf 3.5S abgegradet zu haben, denn weil der 3.9S so viel besser ist in meinen Augen. Klar, der kostet auch doppelt so viel, aber wir kriegen hier auch deutlich mehr. Ich würde sagen, das ist ein Schlusswort.
Freunde, ich bin happy. Ihr seht, ich habe hier schon die neue PP-Platte von Prusa drauf. Damit werde ich in den Tagen mal das neue PPCF-Material von Prusa testen. Freue ich mich sehr drauf. Ja, nochmal, das ganze Kit, auch wenn ich sehr positiv darüber spreche, ist es meine eigene Meinung. Ihr wisst, ich teste auch andere Drucker. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, schaut gerne auf meinen Kanal vorbei. Ich habe wie immer alles selber gekauft. Und ich sage, Freunde, wir kommen jetzt mal zum Sonntagsupdate und ihr kriegt jetzt noch eine kleine Tour in meine Produktion. Wenn euch das Video zu diesem Drucker gefallen hat, dann gebt meinem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch einmal schnell durch meine Produktion, damit ihr auch ein Upgrade kriegt. Denn das Video heißt ja Sonntagsupdate und deswegen sollt ihr einmal sehen, was hier wirklich abgeht. Was hier die ganze Zeit neben mir gebrummt hat, ist tatsächlich mein Bambulab A1. Den habe ich jetzt einfach nur mit Single Color. Ist ein Glow-in-Dark-Filament, sehr schick. Dann hier mein MK4S, da drehe ich gleich noch ein Video zu. Da geht es nämlich jetzt auch mal endlich weiter. So, jetzt im Produktionsraum. Hier werden wie immer Sigobox-Teile gedruckt. Das sind die unteren Rohre aus Polycarbonat CF auf einen Mini mit Enclosure. Da drüber, auch gerade fertig geworden, die oberen Rohre für die Sigobox aus PA12 CF gedruckt. Drucke ich extra hier drin mit der Heizung. Läuft. So, hier habe ich jetzt den gerade rausgenommen. 3,5er läuft noch. Dann haben wir hier die XLs. Die drucken auch gerade Sigobox-Teile. Da ist mir tatsächlich gerade ein Kabel kaputt gegangen. Aber muss ich sagen, ich habe geschrieben, dies und das Problem, der Extruder-Motor bleibt stehen. Ja, ist ein Motor, ist das Kabel von der Motorverbindung einfach verschlissen, keine Ahnung. Hat einen Wackelkontakt, ich kriege ein neues Kabel, ohne Probleme, Prusa Support, 10 Punkte. So, hier oben, da drucke ich gerade Griffe für die Sigobox. Also, es geht hier auch voran. Dann Sneak Pack fürs nächste Video. Wir gehen hier rein. Da steht schon was im Dunkeln. Bam. So, mehr brauche ich auch gar nicht zeigen. Tüdelü. So, hier unten haben wir noch einen Flexisaurus gedruckt in XXL auf ein MK3. Einfach nur aus Spaß. So, und das war es dann auch. Würde ich sagen, mit diesem Video, ihr habt ein kleines Upgrade. Ihr habt ein kleines Update gekriegt. Ihr habt den 3.9er. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Kommentiert das Video, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bis gleich, Freunde.